Wir freuen uns im Chefs Homeoffice Talk Florian Mainzger vom Arosa Kulm begrüßen zu dürfen. Er hat sich der alpinen Küche zugewandt, also dem quasi kulinarischen Erbe der Alpen, wo er die Inspiration gekriegt hat vom Verfasser der kulinarischen Erbe der Alpen, von Dominik Flammer. Er hat mit ihm zusammen die Karten gemacht und die Inhalte der Gerichte im Arosa Kulm. Florian, du kommst ja auch aus der Alpenwelt. Wie war diese Inspiration für dich und vor allem, hallo Florian. Also es war für mich natürlich nach vielen Jahren, wo ich unterwegs war, mal wieder was Tolles, diese Kultur hier aus den Alpen so eingebunden zu werden. Und durch den Dominik Flammer natürlich ist das, da kommt man in eine Welt, wo man natürlich so viele Kontakte kriegt und so viel damit erlebt, dass man da quasi aus den Vollen schöpfen kann für das, um eine Karte zu schreiben und das Ganze zusammenzustellen. Okay, also das tönt so ein bisschen, ich habe da schnell mal nachgeguckt in einem GoMio-Bericht über dich. Es steht da drin, gebeizter Saibling aus dem Lugnetz mit St. Galler Hanföl. Also hier sieht man so ein bisschen, wo das hingeht, dass das sehr, sehr stark aus der Region natürlich die Sachen zusammengebracht werden. Dann habe ich auch gesehen, ein Bruderhahn, Bruder der Legehenne, sowas habe ich eigentlich auch noch nie gehört. Sehr, sehr spannend. Wie ist das inspirierend? Wie findest du überhaupt die Gerichte in deinem in deiner Region drin? Kommen die auf dich zu? Findest du das selber? Genau, das war so, dass ich eben vom Roman Klavadeccia von Bio Galina eben dieses Angebot gekriegt habe mit seinem Bruder hin, die er da produziert. Und für mich als Österreicher war dann halt so klar die Idee, okay, was kennt man so, wenn Leute an Österreicher denken? Dann denken sie so Backhändel, Wiener Backhändel und sowas, wo ich auch in Wien gearbeitet habe. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich das Ganze reinbringen? Und dann das Ganze dann quasi mit der Leinöl, mit dem St. Galler, von den St. Galler Ölmühlen zu kombinieren, da eine Mayonnaise draus zu machen. Das Ganze mit Kürbiskernen, aber aus der Schweiz dann zu panieren. Das ist dann quasi ein Gericht, das quasi schon so ein bisschen meinen österreichischen Hintergrund, aber eben zu 100% mit Produkten aus der Schweiz. Wie kommst du auf diese Produzenten? Das sind ja meistens Sachen, die man nicht gerade irgendwo im Markt vis-à-vis kaufen kann, sondern da kommen Produzenten dazu, wo eben, ich kenne zum Beispiel die Albula-Kartoffeln oder sowas. Also ja. Da muss man ja schon ein breites Netzwerk haben von den Produzenten. Habt ihr dir hier, Dominik, vieles eröffnen können? Oder wie ist das? Ja, das war natürlich die Eintritt in das Ganze, war natürlich der Dominik, der das Ganze für uns eröffnet hat und mir die ganzen Leute vorgestellt hat. Und dann ist das natürlich, dass das jetzt seit den letzten 2 Jahren brutal gewachsen ist. Zum Beispiel jetzt eben auch, jetzt kommt noch so der Biohof Dusch hier dazu, der noch mit Granalbin viele Sachen hat, wie Linsen und sowas. Und dann ist das wirklich stückchenweise, wächst diese ganze Geschichte. Von Jahr zu Jahr wird es mehr. Und eigentlich relativ, ja, natürlich entwickelt sich das Ganze, dass man wieder einen weiteren Kontakt kriegt und dann immer noch mehr die Karte ausbaut. Und wenn ich mir jetzt angucke, wo wir vor 2 Jahren gestanden haben und das Wissen, das ich jetzt eben durch Dominik und durch diese ganze Geschichte gekriegt habe, das ist halt wirklich, das kann man halt nicht aufrechnen mit Geld. Ja. Das tönt sehr, sehr schön und sehr spannend. Du warst eben, wie du gesagt hast, sehr stark unterwegs. Deutschland, Österreich, Dubai, England, Russland, Sochi. Ganz viele Stationen zwischendurch warst du in Arosa und Silva Plana. Jetzt wieder in Arosa zurück im Kulm. Das heißt, jetzt mit der Unterstützung von Dominik und mit den verschiedenen Alpeneinflüssen wirst du sehr wahrscheinlich jetzt im Moment mal da bleiben, so wie du auch tönst. Fasziniert bist du in den Alpen, ja. Absolut, selbstverständlich. Für mich ist das jetzt natürlich, ich habe so ein bisschen, ich sag mal, entwickelt sich ja als Koch. Und man braucht ja immer so, meiner Meinung nach, bis so 35, bis man seinen Stil entwickelt hat. Und das war für mich eine tolle Inspiration in diesen ganzen vielen Ländern, die ich gesehen habe, wo ich eben auch gelebt habe. Und da ziehe ich mir natürlich von der Kultur, von der Art und Weise, Techniken, Kochtechniken, vielleicht auch Gewürze, das vieles, vieles raus, was für mich passt. Aber ich bin halt jetzt zu dieser Geschichte gekommen mit der alpinen Küche, was für mich so ein bisschen Homecoming ist,
weil eben das auch meine Kultur ist und da, wo ich herkomme aus den Bergen. Und deswegen ist das für mich sehr, ja, natürlich, das umzusetzen. Gut. Jetzt kommst du am 18.09. am Freitag nach unserem Opening bis zum ersten Abend da, zusammen mit Dominik Flammer, der ein bisschen eben auch über die Alpine, über das alpine Erbe sprechen wird. Du bereitest dich jetzt vor auf das Festival und hast du mir vorher ein bisschen erzählt. Ich habe gesagt, das tönt ein bisschen à la zwischen Shining und Zen-Meditation. Du bereitest dich ganz alleine vor aufs Festival, ist das richtig? Also du kochst jetzt ja. über eine Woche. Im Moment ist es so eben, dass ich eben aufgrund der Zwischensaison und der Sommerschließung kein Personal da habe. Aber natürlich ziehe ich meine Kollegen, die jetzt gerade hier im Büro und so weiter arbeiten mit mir, die ziehe ich dann auch mal mit dran, dass die mir helfen beim Krätenziehen und bei solchen Sachen, ein bisschen was schnippeln und so weiter. Aber dann ist quasi so, dass ich dann das Ganze hier vorbereite und dann am Freitag dann runterfahre und wir das alles schön rauskochen. Super, super. Wir freuen uns sehr, sind natürlich sehr gespannt, was du aus den Alpen mitnimmst in die Voralpenzone. Und da freuen wir uns sehr. Jetzt wollte ich dich noch fragen, wir sind ja eben ein Genussfilmfestival, habe ich jetzt alle Köche gefragt. Inspiration aus Filmen, Doc-Filmen von Köchen, über Köche. Nimmst du dir da auch was raus? Schaust du dir auch mal so im Netflix oder sonst eine Dokumentation an über Köche? Ja, absolut. Also so Dokumentationen sehe ich mir sehr gerne an, weil da natürlich man auch merkt, wie viel Zeit und Interesse von denjenigen, die das gemacht haben, da dahinter steckt. Weniger gucke ich mir so Kochshows an, wo es halt mehr oder weniger um Quote und so weiter geht. Aber halt so Dokumentationen, sowas gucke ich mir wirklich sehr gerne an. Weil halt eben, da sind eben genauso wie wir in der Küche, wie wir mit dieser Passion dahinter stehen, das zu machen, merkt man auch bei den Dokumentationfilmen, dass da jemand seine Passion gelebt hat. Und dass das relativ und auch viel Zeit braucht, um das Ganze zu machen und zu erstellen. Also ich hätte es nicht besser sagen können, Florian, danke vielmals, weil das ist ein bisschen, war wie ein Werbespot fürs Genussfilmfestival, weil da sieht man die Leidenschaft einerseits im Film drin von den Köchen, nachher auch auf der Bühne und hinter den Kulissen und nachher im Talk. Ich freue mich, mit dir zu talken, war sehr, sehr spannend und vor allem dann am Festival selber. Am Freitag, 18.09. begrüßen wir dich in Zug. Und freuen uns schon sehr, was du uns auf den Teller zauberst. Danke vielmals, Florian, und ich wünsche dir eine gute, stille Vorbereitung in den Bergen. Super, danke schön. Freue mich auch, dabei zu sein. Danke, tschüss, Florian. Vielen Dank. Tschüss, ade.